Mein Name ist Martin Wojtunik, ich bin Zahnarzt und Oralchirurg und betreibe hier in Fronten zusammen mit meiner Frau eine Gemeinschaftspraxis. Bei Sedexis 4 springt schon die Timeline ins Auge. Ja? Die Timeline bietet eine schöne Übersicht für den Behandler, ist aber auch eine schöne Darstellungsart, die im Übrigen auch die Patienten zu schätzen wissen. Also die Patienten sprechen einen häufig darauf an, weil sie die Auswahl der Bilder ja mit anschauen können. Die Timeline hat den Einfluss, dass wir einfach von vorne bis nach hinten eine absolut exakte Übersicht über einen bestimmten Zeitraum haben können. Das ist in einer tabellarischen Auflistung nicht möglich, weil ich einfach die Bilder nicht einsehen kann. Hier kann ich mir alles, was ich anschauen möchte, bezüglich eines Zeitraumes direkt rauspicken und ich hab's. Ich denke, einem neuen Mitarbeiter wäre es ab dem ersten Tag möglich, mit Sedexis 4 zu arbeiten. Um einzelne Funktionen oder Besonderheiten dann näher kennenzulernen, braucht es seine Zeit, aber das ist ja bei jeder anderen Software auch so. Die Compare-Funktion ist eigentlich das Tool, das wir immer gefordert haben. Die Möglichkeit, zwei dreidimensionale Bilder nebeneinander betrachten zu können, zum Beispiel prä- und postoperativ, damit wir vernünftig Heilungsvorgänge entdecken und beurteilen können. Das ist wirklich gut. Ja, das ist zunächst mal auch ein Hauptvorteil dieser Software, dass wir auch zusätzlich zu den 2D-Daten auf einem Bildschirm gleichzeitig unsere 3D-Befundung haben können. Das bedeutet, ich kann, ohne zwei Programme handeln zu müssen, gleichzeitig dem Patienten erklären, guck mal, das ist 3D, das dreht sich so, das sind die Befunde und dann habe ich auch gleichzeitig die zweidimensionalen Bilder. Das ist für mich für die Übersicht sehr wertvoll. Es erleichtert den Workflow ungemein. Wir haben digitale Patientenakte, wir haben digitales Röntgen, wir haben das CEREC, alles ist miteinander verbunden. Und Funktionen wie die Timeline, die Compare-Funktion, den Leuchtkasten möchten wir nicht mehr missen.